meine Damen und Herren, liebe Volks-TV-Zuseher, das Warten hat sich gelohnt. Ich freue mich auf wirklich tolle Gäste. Gäste aus dem Kärntnerland, den ersten, den können Sie jetzt schon sehen. Auf den zweiten, da sind wir ganz gespannt. Zuerst einmal, lieber Bert, Bert Stubinger, ein hallo, ganz bekanntes Daniel, Gesicht hallo. Bei Volks-TV. Ich freue mich sehr, dass wir heute, ich glaube, zum ersten Mal gemeinsam hier die Ehre haben im Studio. Ja, immer man richtig sieht sich freund. Immer wieder mal, aber im Studio haben wir uns noch nie getroffen. Ein ganz begnadeter Musikant seit vielen, vielen Jahren. Und jetzt werden viele Fans sagen, ja, den kennen wir doch. Das ist derjenige, der da super spielt, die bei der Chuchu-Bahn mit dem Party Adeliken. Und der andere wird sagen, das ist der Bert von den Karawanken, habe ich schon oft auf der Bühne gesehen. Wie viele Formationen, das machen wir jetzt einmal ganz von Anfang an, sind es aktuell, wo der Bert tätig ist? Ich bin halt sozusagen universal Viech in der Musik. Angefangen mit den Karawanken, wir waren ja 19 Jahre lang unterwegs. Und haben große Erfolge feiern dürfen, waren doch über 70 Mal in Fernsehsendungen eingeladen und die gibt es nach wie vor, aber die Auftritte sind eher nicht so viele, weil einfach die Oberkerner Musik momentan halt ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Und dann habe ich eben die Tiger, das ist momentan die sehr, sehr erfolgreiche kleine Gruppen, wo wir eigentlich auf und abgespielt werden, Holzklopfen. Auch alles Titel aus meiner eigenen Feder und tolles Team benannt. Tiger-Team ist großartig. Und natürlich die Mallorca-Partie. Das ist ganz was Spezielles. Ist auch sehr, sehr erfolgreich, vor allem medial. Wir sind ja, weiß ich nicht, mit der Chuchu-Bahn jetzt schon auf 20 Sampler oder irgend sowas drauf. Also es ist ganz gewaltig. Und daneben mache ich natürlich Titel auch für andere Künstler, wie eben, den wir dann in Kürze hier auch vorstellen dürfen. Und nebenbei gibt es dann auch noch Experimente, zum Beispiel ein ganz großes im Dezember, darauf kommen wir dann in wenigen Sekunden zum Sprechen. Du hast ja kurz erläutert, viele, viele Jahre bist du unterwegs mit den Karawanken schon über 70 Mal im Fernsehen gewesen und was ganz Interessantes hast du angesprochen, die Oberkrainer Musik, die ist vielleicht jetzt nicht mehr so gefragt, wie es mal war. Wie, jetzt muss ich das mal fragen, einen ganz erfahrenen Musikanten, wie hat sich das Ganze in den letzten Jahren entwickelt? Ist es einfach jetzt da, weil diese modernen Klänge immer mehr nach vordrängen, auch seitens des Internets? Ist das das Problem oder was meinst du, ist das Hauptproblem? Ich weiß, das ist eigentlich ein Zeitgeist. Ich glaube, das ist ein Zeitgeist. Der war ja doch 30 oder 40 Jahre on top, diese Musik. Ich kann mich erinnern, wie wir am Anfang gespielt haben, das Modernste war, aber dich gibt es da einmal für mich. Ja, das war ja, es ganz ist, modern. Es ist, ja. Heute ist das Volksmusik. Ja. Ne? Und so, und die heutige Jugend wächst auch eben mit der modernen Musik auf und haben mit dem halt weniger am Hut. Ich sage jetzt nichts mehr am Hut. Gibt ja Gott sei Dank die Landjugend und auch der Andreas, der Andy Gabalier hatte das. Die Tracht wieder recht populär gemacht. Gott sei Dank. Super, danke. Und so gibt es die Landjugendgruppen, die dann auch schon die volkstümlichen Klänge freuen, aber einfach Party machen wollen. Also, und das heißt, Oberkrainer mit Party gemischt ist jetzt momentan schon noch eher das, was ankommt. Aber wir mit den Karawanken machen eben die herkömmliche Oberkrainer Musik, natürlich auch Schlager und alles. Aber wir sind halt bekannt als Oberkerner Gruppen und das möchte man auch nicht verlassen, dieses Schiff. Gell? Also nein, für die Auftritte, wo wir spielen, machen wir richtig gute, geile Oberkerner Musik. Ja, und für dich ist es auch eine ganz tolle, interessante Abwechslung. Vielleicht ist es dann meistens so, einen Tag vorher geht es auf die Bühne mit Oberkerner Musik und dann fetzt du wieder im Ballermann-Stile mit deinem Kollegen mit an. Der Brille ja, auf. Und mit der Brille auf. Eine andere Person fast auf der Bühne. Gell? Und das ist wahrscheinlich auch für dich interessant. Vielfältig. Mein großes Vorbild in der Hinsicht ist, also sehr hochgegriffen, aber ich habe immer den Peter Alexander bewundert. Begnadeter Pianist, Sänger und aber auch Schauspieler. Der hat auch über sich selbst lachen können und ich finde das einfach toll. Verschiedene Rollen schlüpfen und ja, am Ende des Tages sagen, hey, das hat mir jetzt getaugt und diese Abwechslung taugt mir halt. Die hält ganz auch speziell. Jung, fit und ja, macht das ganze Leben sehr interessant. Du hast es vorhin kurz erläutert, du schreibst auch für andere Personen Lieder, Melodien, Texte wahrscheinlich auch. Liegt dir auch sehr am Herzen, dann wieder junge Künstler ein bisschen an die großen Bühnen heranzubringen? Ja, genauso wie letztes Jahr Bergweltschwung, eine junge, dynamische Gruppe aus Salzburg. Ganze Produktion macht in meinem Studio. Spannende Sache gewesen und gute Produktion waren. Und ja,
bin, Gott sei Dank, habe ich die Begabung, dass ich jetzt nicht nur Volksmusik, ich habe ja auch Kärntner Lieder schon gemacht und Schlager. Also auch viele von Senioren, die einmal einen Titel gemacht und so weiter. Also ja, ich habe das Glück irgendwo mitbekommen, ja, dass ich das umsetzen kann. Ja. Ein ganz spezielles Können besitzt du da. Sehr, sehr interessant. Jetzt pass auf, jetzt kommen wir zu einem Thema. Da haben wir schon privat ein bisschen drüber geplaudert. Die Weihnachtszeit rückt näher und in Kärnten, ich glaube in Ferlach, wenn ich richtig informiert bin, gibt es ja da heuer etwas ganz Spezielles. Zum zweiten Mal ja, in die Wege gerufen von deiner Wenigkeit mit vielen Kollegen. Und zwar eine Audienz. Erläutert das ein bisschen näher für unsere Zuseher. Ja, der Master Robin, also das ist mein Partner bei den Partyadeligen. Also der Master Robin und ich, der Schwertpferd, nicht? Und ja, wir haben da gesagt, wir machen ja jedes Jahr ein gemeinsam mit dem Gottfried Würher vom Nockheim findet ein Kartrennen. Heuer haben wir über 7.000 Euro wieder zusammengebracht und einer Familie in Eberstein sehr gerne übergeben dürfen. Ja. Entschuldigung, dass ich unterbreche, da haben wir erst vor wenigen Tagen diesen großen Bericht präsentiert. Also die Volks-TV-Zuseher haben das auch gesehen. Sehr viele positive Rückmeldungen sind da eingetroffen. Also ich finde, es gibt einfach wunderbar. Bei uns auch genug Menschen, denen man helfen soll. Ja, brauchen wir nicht drum herum reden. Und wir machen das einfach. Und Gott sei Dank, auch wieder Holzklopfen, gibt es so viele Musikkollegen von ganz Österreich. Haben wir schon Starter, wir haben 51 Teams gehabt. Nächstes Jahr ist dann das Fünfjährige, auch immer wieder Ende August, am letzten Sonntag. Und da wollen wir natürlich auch Sportgrößen dazu holen. Klammer Franz hat mir eigentlich versprochen, dass er dabei ist und so. Wir wollen das ganz groß dann eigentlich feiern und noch mehr zusammenkriegen. Und diese Leute, die da mitfahren, gesagt, zumindest einige davon, treffen sich zu einer Weihnachtsaudienz, die der Master Robin und der Schwertpferd eben dort ins Leben gerufen haben letztes Jahr in Fernach im Schlosscafé. Und um einfach ja, unter sich zu sein, mit Publikum, wir machen einen Chor dabei, jeder singt dann zwei Lieder. Und dazwischen kommen ein paar Audienzgäste rauf, also alles ein bisschen spaßig. Da werden heuer ganz, ganz prominente Leute auch dabei sein. Mehr wollen wir gar nicht verraten. Okay. Oder doch, von mir aus gerne. Machen wir vielleicht später einen Einstieg noch einmal. Sehr gerne. Weil das sind wirklich Leute, die zum Teil aus Wien kommen, zum Teil von der Kabarettszene, ganz bekannte Leute und natürlich auch die Kärntner Parade der Musiker. Ja, dürfen wir da nochmals das Datum fragen? Wann ist das ganz Donnerstag, genau? Donnerstag. 24. November, also knapp einer Woche. Donnerstag ja. Schon. Und ab 17 Uhr ist dann der gemischte Chor Ferlach, macht das Opening und ab 18 Uhr dann die Audienz. Und da dürfen wir später noch einmal die ganzen sehr Künstler, gerne. Die dabei sind, dann auch erwähnen. Ja, wunderbar. Und einer dieser Künstler, den erwähnen wir nicht nur, sondern den bringen wir auch gleich ins Bilde. Genau. Denn wir haben heute einen ganz interessanten Mann mitgebracht, beziehungsweise du hast ihn mitgebracht aus Kärnten, wo wir dann ein brandneues Video produziert mit Volks-TV gleich unseren Zusehern präsentieren dürfen. Und ich würde sagen, zuvor hören wir uns jetzt aber Musik von deiner musikalischen Welt an. Und zwar würde ich sagen, für alle Oberkrainer-Fans, die jetzt vielleicht ein bisschen traurig sind, weil du gesagt hast, es geht ein bisschen zurück, da hören wir uns das großartige Grand Prix-Medley an. Und danach hören wir die Chuchu-Bahn, oder? Über 20 Sampler. Ja, wunderbar. Gibt es da bereits, aber auch hier bei uns. Also meine Damen und Herren, jetzt gibt es tolle Musik von meinem großartigen Kollegen von Bert. Und dann wollen wir einen ganz besonderen Gast im Studio. Bleiben Sie unbedingt dran, denn es gibt auch vieles zu gewinnen. In wenigen Sekunden sind wir wieder da. Meine Damen und Herren, liebe Volks-TV-Zuseher, jetzt ist es soweit. Jawohl, eine Überraschung, ein ganz neues Gesicht hier bei uns auf Volks-TV. Und zwar Rudi Herold, ein ganz begnadeter Musikant, der jetzt auch ein bisschen die Schlagerwelt für sich entdeckt hat. Zuerst einmal, schönen Nachmittag, schön, dass du mitgekommen bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, mir geht's gut. Hallo, liebe Zuseher. Servus, Daniel. Freut mich was sehr. Soll mir fehlen? Ja, was soll dir fehlen? Sehr fesch angezogen ist er schon. Also man muss ja eins sagen, die Musik, die begleitet dich auch schon seit vielen, vielen Jahren. Du bist ja auch ein sehr talentierter Musiker, was das ganze Klaviersyndrom angeht. Also mit den Akkorden hast du, glaube ich, begonnen, gell? Mit dem achten Lebensjahr, mit 8 Jahren, das zu erlernen. Dann ist einmal das Klavier dazugekommen. Ja, im 9. Jahr habe ich angefangen, die ersten Töne im Klavier zu spielen. Ja. Und so hat sich das Ganze entwickelt. Der Gesang ist dann auch dazugekommen oder war der schon mit 8 Jahren auch gegeben wie jetzt? Ja, am Akkordeon schon, ja. Und im weiteren Sinne nachher die Ausbildung ist dazugekommen, ja. Du bist ja aus Kärnten, woher bist du da ganz genau? Ich bin jetzt aus Launsdorf, das ist bei St. Jorgen am Lengsee. Okay. Dort bin ich, ja.
Und vorher war ich in Kaik oben. Ah, okay. Alles klar. Aber mittlerweile stand man Kärntner Mann. Genau. Ja, wunderbar. Pass auf, jetzt müssen wir eines erklären. Viele werden jetzt sagen, dieses Gesicht kommt mir vielleicht bekannt vor. Du bist ja ein hervorragender Udo Jürgens Interpret. Wie bist du eigentlich zu dem gekommen? Ja, also das hat auch schon in meiner Kindheit begonnen. Wie ich so von der Schule rausgegangen bin, habe ich dann vor mich hingesungen Udo Jürgens Lieder. Das war schon immer Vorbild. Genau. Okay. Udo ist ein großes Vorbild von mir gewesen und ich habe damals eine Platte erworben, Silberstreifen, glaube ich, hat die geheißen. Ja. Und da habe ich dann gesungen beim Zausgehen zum Beispiel: Ein bisschen Heimat, das braucht der Mensch nun mal. Ein paar Freunde, ein kleines Stammlokal. Ein bisschen Heimat ist eine Menge wert. Denn jeder sollte wissen, wo er hingehört. So habe ich vor mich hingesungen und dann habe ich auch Klavierspielen angefangen. Und dann ist eine Tante zu mir gekommen und hat gesagt, du kannst nicht das für dich behalten, du musst hinaus. Und dann habe ich gesagt, aber ich kann das nicht, was soll ich? Ich kann ja nicht irgendwie spielen. So. Nein, du musst hinaus. Und dann habe ich angefangen mit Konzerten und so weiter. Und dann bin ich später auch gebucht worden und das ist ganz groß geworden. Beim Villa Fasching bin ich dabei gewesen, zum Beispiel schon. Dann bei Hochzeiten, Firmenjubiläen und so weiter, gebucht in Österreich und in Deutschland schon und so weiter. Also es ist schon, ich bin sehr viel rumgekommen und auch mehr oder weniger aus deiner Gegend, ha? Bad Gleichenberg, da war ich auch sehr oft, ja, Bad Gleichenberg. Und das Ganze hat irrsinnigen Spaß gemacht und ich mache es auch heute noch. Also wollte ich gerade fragen, also wenn irgendjemand jetzt das hört und mitbekommt und sagt, der würde gut in mein Lokal passen, der würde gut zu meiner Veranstaltung passen, nach wie vor ist es möglich, dich als Udo Jürgens Interpret zu buchen. Genau, also ich habe eine Homepage www.rudolfherold.at und dort kann man Näheres erfahren und da kann man auch meine Titel, die ich bis jetzt schon geschrieben habe und auf Tonträger gebracht habe, anhören. Sehr schön. Und da gibt es ja jetzt ein ganz neues Exemplar. Und zwar hast du einen richtig tollen Schlagertitel aufgenommen. Seit wann bist du eigentlich so ein großer Fan der Schlagermusik? Weil Udo Jürgens ist doch ein bisschen was anderes wie die richtige Schlagermusik heutzutage. Genau, das hat mit meinem Freund Bert Stubinger zu tun. Ich bin schon seit ungefähr 5 Jahren in der Schlagerszene eigentlich. Okay. Und da haben wir dann angefangen, in diese Richtung auch zu komponieren, ein bisschen zu schauen, was die Leute wollen und was eben jetzt gerade gefragt und gewünscht ist ja, von den Fans her. Ja, sehr interessant. Und mit dem Bert hast du natürlich da einen sehr, sehr guten Mentor, wenn ich das ausdrücken darf. Es gibt das neueste Produkt mit dem Titel Total Verrückt. Hast du auch ein tolles Video gedreht. Das werden wir dann gleich sehen. Eine Frage, was macht dich total verrückt? Mich? Musik. Musik macht dich total verrückt, aber im positiven Sinne. Genau. Ich komponiere also sicher täglich. Und ich habe in meiner Schublade einen Haufen Songs schon, die noch warten darauf, also produziert zu werden. Abgenommen und produziert zu werden. Ja, genau. Wunderbar. Also jetzt wissen wir schon einiges. Ein wunderbarer Musiker, Udo Jürgens, Interpret, aber jetzt mittlerweile auch als Schlagersänger. Sehr, sehr bekannt schon in Kärnten. Du bist da auch mit dabei nächsten Donnerstag in Ferlach bei der großen weihnachtlichen Schlager-Audienz. Und da gibt es ja auch einige Größen, die mit vor Ort sein werden. Das wird uns gleich der Bert verraten. Zuvor dürfen aber Folgendes tun, wir zwei. Wir verlosen gleich einmal eine CD von dir. Also sehr gerne. Noch nie hier gewesen bei uns, die CD nicht, auch du nicht. Das dürfen wir jetzt machen mit Unterschrift. Du hast gesagt, unterschrieben muss ich natürlich werden. Ja, natürlich, ich signiere alles persönlich. Pass auf, Rudi, wir machen das immer ein bisschen spannend mit einer Gewinnfrage. Jetzt hätte ich eine. Darf ich sie stellen oder darf ich die erste stellen oder stellst du die zweite? Okay. Meine Damen und Herren, Sie haben jetzt die Möglichkeit, gleich diese CD zu gewinnen. Signiert vom Rudi natürlich höchstpersönlich und ich möchte wissen, welchen großen Star imitiert dieser Herr ja vielleicht so gut wie kein anderer in Österreich? Ist es A, Udo Jürgens oder B, Hansi Hinterseher? Wenn Sie das wissen, rufen Sie uns an, die Nummern sind eingeblendet. Ich sage nochmals Dankeschön. Ja, wunderbar, dass du mitgekommen bist. Jetzt holen wir uns den Bert wieder vor das Mikrofon und dann hören wir uns, sehen wir uns natürlich noch einmal mit deinem neuen Video. Meine Damen und Herren, Sie sind dran. Wenigen Sekunden sind wir zurück. Musik gibt's hier. Die ersten CDs, die sind draußen und es geht gleich weiter mit vielen tollen Preisen. Zuvor ist der Bertl wieder bei mir und du hast jetzt die Mühe gemacht, speziell
vorausblickend, wer da alles mit dabei ist bei dieser Audienz. Und damit du keinen vergisst, hast du die alle rausgeschrieben. Und das ist ja wirklich ein großes Star-Aufgebot. Mein lieber Scholli. So. Ja, das ist eine Menge Arbeit für einen Schwertwärter. Ja, und für dich und für natürlich Master. Auch. Ja, bitteschön. Also die Party Adeligen und Schlosscafé Ferlach präsentieren eben nächsten Donnerstag in Ferlach im Schlosscafé das sogenannte Schlageraudienz im Advent. Und das Opening macht ab 17 Uhr dann der gemischte Chor Ferlach und ab ca. 18 Uhr, vielleicht ein bisschen früher, beginnt dann die Audienz. Mit dabei sind Größen, wirkliche Größen der Szene. Ich darf da die ganz kurz erwähnen. Gottfried Würha vom Nockhalben Quintett, Heli Brunner von Meilenstein, Noste, Manfred Obernosterer mit Boxhandschuhen. Mit Boxhandschuhen. Von Villacher Forsching. Die Tiger natürlich, meine kleine Gruppe mit dem verliebten Kärnten. Melanie Bayer ist dabei. Die Kaiser sind dabei. Der Charlie und natürlich seine Truppe. Dietmar Kinzer, Butzki ist dabei. Elisabeth Kreuzer ist dabei. Natürlich der Rudi Herold ist dabei, der heute hier auch zu Gast ist. Mariella Gruber ist dabei. Birgit Bless ist dabei, dann der Hannes Wallner, ein begnadeter, ausgebildeter Gitarrenvirtuose, der Oberkleiner Titel, also die Schwierigsten auf der Gitarre, der runterzupft. Der Alex Skalitzki und die Gospelsänger, die kommen extra aus Wien, das muss man sich vorstellen. Ja, lieber Mann. Gewaltig. Leona Andersen kommt aus Niederösterreich extra. Zita Savon ist dabei. Elisabeth Moser-Holt ist dabei. Dann die Alena Grasegger ist dabei, auch aus der Steiermark kommend. Dann haben wir noch einen Schauspieler dabei, den Peter Beck. Der wird eine Weihnachtsgeschichte vortragen. Und dann die Theresia Letsch, Weihnachtsgedichte. Also ganz schön eine Menge am Programm. Und das geht dann von 6 bis auf 9, circa 9, halb 10 wird das Ganze dauern. Unfassbar tolles Programm, sehr abwechslungsreich. Viele tolle Stars, also meine Damen und Herren. Nächsten Donnerstag am besten. Es ist freier Eintritt, das kann jeder kommen. Das auch noch dazu. Aber einfach früh genug. Es gibt auch 4 Aussteller dort, Weihnachtsaussteller und ganz eine tolle Sache. Aber eben, da begrenzte Platz da ist, würde ich raten, dass man früh genug sich dort einfinden möge. Sehr schön. Also eine ganz tolle Idee, auch von eurerseits. Wir haben ja zuvor das ein bisschen erläutert. Es ist ja nicht nur dann eine Veranstaltung für die ganzen Fans dieser Musik, sondern auch für die Künstler, Bertl. Dass man einfach sagt, das Jahr ist ein bisschen, ja, gesehen, vorüber. Ja, man genau. Kommt zusammen, man tratscht, wie war's bei euch, wie geht's dir? Einfach zusammenfinden, der Künstler. Wie gehst du erkennen, lernen, ein bisschen reden, vielleicht auch Vorurteile abbauen. Dass man sagt, ja, da kommt man nicht dran an dem, dabei ist ein ganz normaler Typ oder ein Mädchen, oder Sängerin. Und das alles und die auch mit den Fans, also mit dem Publikum. Und es gibt eine große, lässige Familie. Vor Weihnachten tut das echt sehr gut. Sehr gut, finde ich sehr schön. Dem Zusammenhang, weil ich gerade Familie erwähnt habe, möchte auch meine liebe Gattin, die Bettina, herzlich grüßen hier aus Laibach vom Studio. Und ich schaue jetzt zu. Liebe Grüße, alles Gute. Ja, sehr, sehr schön. Pass auf, eine Frage hätte ich denn noch. Wenn Weihnachten dann vorbei ist, wenn dieser wunderbare Tag auch vorüber ist, dann plant der Bertl wahrscheinlich schon wieder die nächsten Reisen, die nächsten Abenteuer. Es geht dahin. Es geht wirklich dahin. Es ist zum Beispiel am 12. Mai schon die Tiger, die zweite, also im Stadtsaal in Verkirchen wieder am Programm. Gell? Wieder mit der Marco Ventre, mit Band dabei zum Beispiel und so weiter. Also wieder ein tolles Programm. Wird man dann früh genug auch bekannt geben, aber auf jeden Fall Freitag, 12. Mai, Stadtsaal, Feldkirchen und so weiter. Also wir haben ja heuer eine Reise gerade hinter uns, eine Fan-Musi-Reise, auch die Pate Adeling und auch die Natascha mit dabei waren. Okay. In Novigrad über Hofstädter Reisen. Ich möchte mich einmal noch bedanken. Es war wirklich eine tolle Truppe, die da mit dabei war und auch vom Hofstädter her, Buschauffeur, alles perfekt organisiert. War toll. Ja, werden wir auch wieder nächstes Jahr auch sicher wieder so eine Geschichte machen. Aber das sehen wir uns und so nächstes Jahr sehen wir ja dann auch noch mit Arnulf Brasch. Das ist die ACR, über ACR-Reisen. Die große Kreuzfahrt, Musikkreuzfahrt, wo auch die Karawanken und die Tiger mit an Bord sein werden. Und da freue ich mich auch schon, das ist im Oktober dann. Oktober. Das sind immer super Fanreisen. Sehr, sehr interessante Künste immer mit dabei. Ja. Fahrt wird's nicht, auch nicht im Jahr 2017. Spannend. Jetzt pass auf, abschließend, bevor wir uns den Rudi wieder herfischen, dann die Tiger.
sehr beliebt bei uns, wirklich diese Musik. Es ist ein bisschen ein sensibler Schlager mit heimatlichen Klängen. Darf ich das so beschreiben? Ich würde das so beschreiben. Da gibt es wieder einen neuen Titel, der schon auf den Radiostationen wirklich sehr gut anläuft und immer wieder gewünscht wird. Und den Titel dürfen wir jetzt dann gleich verlosen. Stell ihn nur ganz kurz vor. Du hast wahrscheinlich geschrieben. Ja, es passt jetzt gerade. Ja, ich schreibe den Titel der Tiger, Ole eigentlich. Und da ist hinter jedem Titel ist irgendeine Geschichte. Und bei diesem Titel, bei dem neuen, der jetzt in diese ruhige Zeit reinpasst, da geht es um meine Mutter, die uns vor knapp 2 Jahren eben verlassen hat. Und ich war in den letzten Minuten halt bei ihr und sie hat mir Hand gehalten und gesagt, versprich mir eins, dass zusammenhalten. Und wir sind eine große Familie, 8 Kinder, Bergbauer. Und da habe ich gesagt, natürlich, Mami, haben wir gesagt, Mutter. Und dann ist sie ganz friedlich entschlafen dort. Und da habe ich einen Titel gemacht und der geht, wenn man die Geschichte dahinter ein bisschen versteht, was da gemeint ist, der geht dann schon sehr rein. Und ist auch wirklich so, jetzt, wo eine Radiostation einläuft, ich kriege fast irgendwie jeden Tag Anrufe oder Mails, die dann die CD haben wollen. Ja? Weil dann der Text einfach so reingeht. Das ist vielleicht ein bisschen Unsatz von den Tiger. Also ein bisschen hinten rein, ein bisschen anders wie die. Und dann vielleicht sein halt die ganzen Schlager halt. Auch schon mit der Melodie verliebt in Kärnten, die bei uns läuft, einfach tief. Bin ich demütig und also froh und demütig, dass es gelungen ist, dass auch mit den richtigen Leuten, der Christian und Stigerle vor allem, wir verstehen uns einfach, da gibt es überhaupt nichts, null. Das ist so, Harmonie ist da drinnen einfach und das ist klasse. Da ist keine Pflicht dahinter, gell? Es macht Spaß. Und wenn das merkt das Publikum, es kommt dann rüber und die sehen, das sind 3 oben, denen macht es irrsinnig Spaß. Jede Silbe, jeder Ton macht Spaß und wenn dann was zurückkommt, ist toll, toll. Und diese Geschichte, die wollen wir eigentlich jetzt gar nicht unterbrechen, meine Damen und Herren. Bevor wir nun das neueste Produkt und das erste Produkt hier bei Volks.tv präsentieren dürfen vom Rudi, würde ich jetzt gerne diese CD verlosen. Zusammenhalten heißt sie, auf gut steirisch gesagt. Ein ganz, ganz toller Titel, ein ganz sensibler Titel. Und meine Damen und Herren, er passt perfekt zu dieser Jahreszeit. Rufen Sie uns einfach an, wenn Sie diese CD haben möchten. Da machen wir jetzt keine Gewinnfrage dazu. Das passt auch jetzt nicht. Denken Sie nach, denken Sie an Ihre Liebsten. Das ist auch sehr, sehr wichtig und wird oft vielleicht zu wenig gemacht. Und dann sehen wir uns gleich wieder mit den 2 Herrschaften, die uns heute besucht haben. Danke fürs Dabeisein und bitte bleiben Sie jetzt unbedingt dran. Ganz interessanter Nachmittag, der neigt sich schon langsam dem Ende zu. Ich sage mal Dankeschön an die 2 Gäste, die uns heute besucht haben, an den Rudi und an den Bertel. Jetzt wird es aber zuvor nochmal so richtig spannend. Rudi, wir haben es zuvor schon ein bisschen angekündigt, du steigst jetzt sozusagen so richtig auch bei Volks.tv in die Schlagerwelt ein. Ihr habt da einen Titel produziert, ihr zwar gemeinsam, das passt auch sehr gut ins Bilde, mit dem Namen Total Verrückt, ein flotter Schlagertitel, sehr schön gelungen. Und dazu habt ihr ein Video mit Volks.tv gedreht in Kärnten. Genau, in Pörtschach am Wörthersee. Pörtschach, ja. Es war unser Glück, dass an diesem Tag die Sonne wirklich wunderbar geschienen hat und wirklich alles gepasst hat. Bis am Abend waren wir fertig, war alles im Kasten. War das dein erster großer Videodreh jetzt in dieser Szene? Ja, der professionellste sozusagen. Und aber auch der anstrengendste, kannst du ruhig sagen. Es ist ein ganzer Tag wirklich, stimmt, gell? Eingeplant, viele Zuseher glauben das nicht, die glauben, eine Stunde reicht. Nein, da muss man wirklich diese Szene aufspielen. Bertel weiß da schon Bescheid, viele Videos bei uns gedreht. Aber das Endresultat, das muss natürlich stimmen, das stimmt auch in dieser Hinsicht. Bertel, nur eine Frage. Du hast für den Titel wahrscheinlich nicht allzu lang gebraucht, oder? Dass du gesagt hast, der passt zu ihm, oder hat es da schon ein paar Überlegungsphasen gegeben? Ja, der Rudi kommt mit einer Idee daher, total verrückt und so weiter und so Gerippe. Ja. Und dann komme ich auf den Plan und also noch ein Dritter dabei, der Franz Steindorfer, muss man auch noch erwähnen. Gruß an den Südpark, Merkur-Chef, Franz Steindorfer. Und dann sitzen wir halt im Studio und probieren, ich spiele das ein und dann, bis das dann die Tonart passt und ja, es muss ja auch ins Ohr gehen. Ja, klar. Da fällt man ein bisschen um und so ist das dann sukzessive entstanden. Und ich glaube, es ist ein tolles Produkt. Vor allem ein toller Clip. Wir freuen uns jetzt, dies präsentieren zu dürfen. Und darf ich noch kurz sagen? Klar. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei ihm bedanken, beim Herrn Stubinger, Bert und beim Franz Steindorfer. Bertl. Ja, dass das so super funktioniert hat. Also mit der Produktion. Ja, natürlich. An dieser Stelle möchte ich ganz besonders grüßen meine Freundin Ulrike Kofler und
meinen Freund Hans Artner vom AGB Trio und seine Gattin Carla. Das war's sozusagen. Ja, wunderbar, meine Herrschaften. Dann freuen wir uns jetzt drauf, ein Album noch bzw. eine CD von dir verlosen zu dürfen mit eben diesem Titel, den wir jetzt hören dürfen. Dankeschön, nochmals alles Gute auf eurem weiteren Weg. Dir wünsche ich natürlich auch alles Gute. Wir sehen uns in eurer Zukunft. Viel Spaß nächste Woche Donnerstag bei der großen Audienz. Und meine Damen und Herren, wir präsentieren jetzt gemeinsam, wir drei machen das gemeinsam, zum großen Abschluss dieser heutigen Nachmittagssendung das neueste Produkt von diesem wunderbaren Herrn, Rudi Herold, mit dem Titel Total verrückt. Viel Spaß, danke, viel Spaß, und bis später. Pfiat euch. Ich habe dich gesehen, nur einen Augenblick, da warst du mich. Mein Herz verspielt verrückt, deine blauen Augen und dein langes Haar. Ich konnte nichts mehr sagen, denn mir war klar. Ich bin total verrückt, total verrückt, total verrückt nach dir. Ich bin am Tag verrückt, auch in der Nacht verrückt, immer zu verrückt nach dir. Die Welt ist rosa rot, du bist mein Held. Es war ein Sommerabend am Strand vom Wörthersee. Da stehst du wieder vor mir und sagtest zu mir: Hey, komm mit mir auf den Drink, komm mit mir an die Bar. Du schenktest mir ein Lächeln, so wunderbar. Ich bin total verrückt, total verrückt, total verrückt nach dir. Ich bin am Tag verrückt, auch in der Nacht. Aufgewacht, diese Nacht war wunderschön. Du bist etwas ganz Besonderes, ich lass dich nie mehr gehen. Ich bin total verrückt, total verrückt, total verrückt nach dir. Ich bin am Tag verrückt, auch in der Nacht verrückt, immer zu verrückt nach dir. Die Welt ist rosa rot, du bist mein Rettungsboot und fährst mit mir ins Glück. Ich bin am Tag verrückt, auch in der Nacht verrückt, immer zu verrückt nach dir. Ich bin am Tag verrückt, auch in der Nacht verrückt, immer zu verrückt.